Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Clear Sky. So, und ich gehe mal wieder. Was gibt's, Stalker? Mal ab in die Basis. Oh, ich muss wieder ein bisschen Zeug loswerden. So, wir haben einen schönen Punkt eingenommen. Letzte Folge, das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, hier nachts, das ist ja hardcore zum Kämpfen. Aber ich muss sagen, das Spiel läuft recht stabil und flüssig. So, ich kenne mich hier gerade nachts überhaupt nicht aus. Hilfe. Hier muss ich lang. Hallo, willst du handeln? So, handeln. Schau mal vorbei, wenn du wieder in der Nähe bist. Oh, und unsere Flinte gibt bald den Geist auf, sehe ich hier. Da kann ich die schon mal verkaufen. So, welche ist besser? Okay, die ist besser. Das verkaufen wir, verkaufen. Die Pistölchen natürlich auch. So, wunderbar. Wir haben Kosakenwodka, das ist ja schon mal schön. So, 328, wunderbar. Da kaufe ich mir gleich wieder ein Medikit dafür. Verlasse. Das ist ja... Boah, das ist ja voll anstrengend hier. Boah, ich frage mich gerade, ob ich meine Weste reparieren soll, aber ich bin da so ein bisschen unentschlossen gerade. Was brauchst du, Stock? Noch hält sie noch gut aus. Zuerst schaue ich mal kurz auf den PDA. Was ist zu tun? Ja, du musst das angezeigte Objekt einnehmen und halten. Ja, eingenommen haben wir es ja eigentlich. Aber ich frage mich, ob ich hier irgendwo schlafen kann. Das wäre mir jetzt ein großes Anliegen. Ich werde doch hier wohl schlafen können. Das irritiert mich jetzt. Irgendwo im oberen Stockwerk. Ich probiere es nochmal. Jetzt ist ja mitten in der Nacht. Schade ist, dass ich keine Uhr mehr dabei habe. Oder steht die Uhrzeit auf dem PDA? Nee. Schade. Kann ich hier nicht schlafen? Nein, warum kann ich hier nicht schlafen? Kann ich hier schlafen? Ah, die Uhrzeit stimmt ja auch nicht. Wenn ich doch nur schlafen könnte. Ach, diese Zone, die lässt einen nicht schlafen. Gut, ich weiß ja, dass da hinten die Baracken sind. Kann ich vielleicht da drin schlafen? Irgendwo. Ach, kommt schon, lass mich doch mal hier irgendwo schlafen. Auf dem Sofa oder... Oh. Ach. Ich will mich doch nur eine Runde hinlegen. Gut, dann nicht schlafen. Ah. Schade. Eigentlich, warum kann man hier nicht mehr schlafen? Stalker, was willst du? Ja, in die Zone zum Fischerdorf. Auf und davon! So, und ich glaube, ich mache bald mal eine Aufnahmepause hier. Ich bin schon ganz weich in der Birne heute. Und was willst du? Weil mich alle irgendwie fragen, was ich will. Ja, Gewehr. So, gut, da hinten habe ich also nichts zu tun. Dann, da vorne habe ich auch ein Versteck. Versunkener Tresor. Wäre natürlich auch interessant. Wir haben da oben eh noch einen Punkt. Die Dorfruinen zum Einnehmen. Da könnten wir da eigentlich raufschauen. Ja, schauen wir einfach mal Richtung Norden. Warum eigentlich nicht? Schauen wir mal Richtung Norden, auch wenn ich hier gar nichts sehe. Also wie gesagt, ich sehe so viel wie ihr. Ich orientiere mich nur über die Minimap, da ich hier wenigstens so ein bisschen was sehe. Eine Leiche, die an
anscheinend schon geplündert ist. Baumstach. Uah. Stalker und Baumstämme, das ist nie so eine gute Idee. Da rutscht man so leicht ab und dann landet man im verseuchten Wasser. So, speichern und dann. Sollte hier nicht zu viel laufen. Wenn ich mal die Beine in die Hand nehmen muss, dann habe ich keine Ausdauer mehr. Wow, 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 was sind das wieder für Geräusche? Oh, ich hatte nur einen Schuss drin. Das ist... Schwein gehabt. So, ja, das sind die Kollegen. Ich muss da eh rüber. Passt also eh. Ja, was ich da genau tun muss, ich habe keine Ahnung. Und ich rede mal mit den. Vielleicht können mir die ja irgendwas erzählen. So. Was ist los mit dir? Wir sitzen rum, bewachen das Lager und sind jede Menge Feinden umgeben. Verschwinde endlich mit deinen nervtötenden Fragen. Wie kann ich dir helfen? Gegenstand zurückbringen und verschiedene Gegenstände überbringen. Hä? Gegenstand zurückbringen. Hier, bei einem Nachtseinsatz ist eine Clear Sky-Einheit auf einen Wildtrapper gestoßen. Es ist vermutlich zu spät, die Männer zu retten. Aber der Kommandant der Einheit besitzt eine modifizierte PMM. Die Pistole kann der Fraktion noch von Nutzen sein. Bring sie zurück. Ja, okay. Soll die sein? Ach, natürlich. Was brauchst du? Wieder da unten. Wie kann ich dir helfen? Verschiedene Gegenstände überbringen. Überbringe medizinische Ausrüstung. Wie? Hier. Hier habe ich gebracht, was du wolltest. Danke. Bringe die gesammelten Gegenstände den Kommandanten. Bis später. Boah, hat er jetzt meine... Nein, hat er jetzt meine Medikits? Willst du mich verarschen? Der hat einfach meine... Nein! Ah, oh, verdammt. Habe ich dem jetzt echt meine Medikits gegeben? Na wunderbar. Gut, dann hole ich die PMM. Vielleicht bekomme ich dafür ja ein Medikit wieder. Mann. Also wieder gemütlich zurück. Das ist aber hin und her gelaufen hier, das ist ja hardcore. Wildschweinbau. Ja, ich freue mich ja jetzt schon. So müsste irgendwo da drüben sein. Könnte natürlich auch gut sein, dass sich dann die Zahl der Wildschweine hier in dieser Gegend reduziert, wenn wir den Wildschweinbau knacken. Das könnte natürlich auch passieren. Ja, da wird uns schon angezeigt. Oh, Alter, ich sehe nix. Der sieht nicht mehr so fröhlich aus. Der wird auch gar nichts angezeigt irgendwie. Der ist wohl schon länger tot. Und hier. Die modifizierte PMM. Was auch immer daran modifiziert sein soll. So, Wildschweine sehe ich hier gar keine. Versteck in einem Baumstamm. Okay. Was hat der noch? Holzstapel bei der Kirche. Ja, wenn man die Leichen so ein bisschen immer ankrabbelt, dann... erhält man von ihren PDAs immer Versteckkoordinaten. Das war auch schon in den vorherigen Teilen so. Und es ist noch immer so. Gut, dann muss ich das Teil jetzt wieder zurückbringen, die PMM. Und ich hoffe, ich kriege wieder ein Medikit dafür. Nehmt ihr einfach meine Medikits. So, Affe. Die brauche ich doch. Darf ich wieder nur mit einem einzigen Medikit? Das ist doch... Ah, das ist so wenig.
Leute. Ja, das ist okay. Das sind unsere drei Mannen hier. So, Leute. Hier habe ich schöne Dinge. So, hier hast du, was du wolltest. So, Gegenstand zurückbringen. MM. So, kann ich noch was tun? Nein. Habe ich Geld dafür bekommen? Nein. Ach, Mann. Ihr macht mich fertig. Also, so. Was kann ich für dich tun? Gar nichts. Ich gehe nach Norden. Da gehe ich hier gerade falsch. Was gibt's doch? Nix. Ich gehe nach Norden. So, Moment. Das markiere ich mir jetzt gerade mal schnell. Die Dorfruinen, genau. Und dann will ich das Versteck da oben noch haben. Tresor im Schmutz, ja, da gehen wir dann. Das Zeug holen wir, wenn wir die Kirche dann hier plündern. So, gut, hier entlang. Hier rüber. Und hier habe ich schon wieder Kontakte. Und hier werden die Kontakte auch schon wieder weniger. Ah, da laufe ich aber falsch. Ich muss da rüber. Aha, ich sehe schon da vorne eine Lampe. So, jetzt wäre natürlich wieder eine taktisch gute Deckung. Super. Vielleicht kann ich mich aber auch dran vorbeischleichen. Oder muss ich bei denen vorbei? Das wäre natürlich nicht so gut. Ja, gut, ich kann sie umgehen. Mach ich mal. Kriege mich jetzt nicht mit denen an, wenn es nicht sein muss. Was? Bootsparkplatz. Ach ja, da sind wir eh in der Richtung. Unterwegs. Bin mal froh, dass gerade keine Mutanten hier unterwegs sind. Mal ganz froh drum. Klasse Anomalie. Dachte ich mir doch, dass ich was gehört habe. So. Was haben wir denn da vorne? Da haben wir jetzt die Dorfruinen. Ah, wunderbar. Ha, das kann doch was werden. Hei, 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 hei. Ich gucke mir das mal kurz mit dem Fernglas an. Da sehe ich auch noch einen. Der wird mir zwar nicht markiert. Da, der wird markiert. Wird mir hier sonst jemand markiert? Nein, 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 nein. Ja, der, aber den hat man schon. Oh, 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 oh. So, ich überlege gerade ein bisschen. Wie wir uns am besten hier vorkämpfen. Also, ich überlege gerade so ein bisschen taktisch. Natürlich, wenn wir jetzt da reingehen, dann kommen die Gegner von unten und von oben. Das wäre jetzt schlecht, da ich ja nur ganz alleine bin. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich außen rumlaufen, hier das Versteck gleich mitnehmen, außen rum dieses Lager ausschalten und dann von oben her, von Norden her angreifen, da ich denke, dass wir hier eine gute Deckung haben. So könnten wir das tun. Gut. Aber wie wir das tun, das sehen wir dann das nächste Mal in Let's Play Stalker Clear Sky.